Moin moin YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im LS22 Bildet 2 Projekt. Hier ist euer Commander Keule, schön, dass ihr wieder mit einschaltet und schön, dass ihr mit dabei seid. Und heute, jetzt hier in dieser Folge, Jungs und Mädels, wird es spannend. Es wird spannend, 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 denn wir werden jetzt gleich entweder Mut haben oder keinen Mut haben und am Rädchen drehen, zweimal. Entweder zweimal Glück oder zweimal Schande. Bin mir da noch nicht ganz so schlüssig. Aber ich werde das gleich spontan entscheiden, wenn wir am Hof sind und ich Ruhe habe. Werden wir mal anrufen bei dem Herrn Tappe. Dann werden wir mal gucken, ob er Zeit hat und Lust hat. Und ob wir Glück oder Pech haben. Je nachdem. Wir können ja sogar am Glücksrad Pech haben. Fällt mir gerade auf. Aber gucken wir mal. Und es zuckt, zuckt, zuckt. Immer wieder, und es zuckt, zuckt, zuckt. Halt! Nicht zu weit. So, jetzt rufen wir nochmal an. Kowalski? Hallo, Herr Kowalski, ja, da Mathiel. Hallo. Ich müsste mal mit den Herrn Tappe reden. Ja, ich schicke ihn mal hoch. Super, vielen Dank. Herr Maschi, was kann ich für Sie tun? Hallo, Herr Tappe! Hallo, wie geht Ihnen? Geht Ihnen gut? Oh ja, ich kann nicht klagen. Und selbst? Das ist hervorragend. Ich auch nicht. Das ist schön. Ich habe einen Attentat auf die vor. Eins oder mehrere? Zwei. Ja, ja. Ich würde nämlich gerne zweimal drehen. Zweimal direkt? Mhm. Oh, das passt doch genau. Mhm. Deswegen. Okay, was darf sein? Da bin ich mir noch nicht so flüssig. Ich soll Eier haben, Herr Tapfe. Das hat Herr Ferser gesagt? Herr Ferser hat gesagt, ich soll Eier haben. Ja. Auch vielleicht, ja. Haben Sie denn ein paar Hühner? Indirekt, ich habe auch ein paar Hühner, ja. Ja, dann haben Sie ein paar, ja. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Aber Herr Tapfe, ich möchte gerne das Rad der Tande. Ja. Mhm. Und jetzt kommt, wer übermittelt denn die Info? Würde das dann übermitteln? Die würden das übermitteln? Ja. Dann müssen sie mir jetzt ganz genau zuhören. Mach ich. Und zwar wissen wir ja, dass die Frau Pfannerich mir Punkte gegeben hat. Ja, ach, das habe ich irgendwann mal gehört. Kann ich mich aber auch nicht mehr so direkt erinnern. Das hat sie vor kurzem getan und das ist jetzt ein Auftrag von ihr. Ja. Deswegen ist das dann ein Gruß von der Pfannerich. Aber soll ich das sagen oder soll ich das nicht sagen? Also entweder sagen die halt gar nichts, ja, von wem das kommt, oder wenn die halt sagen, so, oh, ich muss was sagen. Ich kann da nicht drum rumreden, dann können sie sagen, den Gruß von der Frau Pfannerich. Ja, gut, dann. Ich meine, also, dann sage ich nichts. Dann sagen wir nichts, okay. Weil das geht nämlich gegen den Herrn Willi weg, weg, weg. Ja, alles klar, gut. Link ist unterwegs. Ja. So, einen Augenblick bitte. Geht gleich los. Ach ja, kein Stress. Nö, den haben wir sowieso nicht, oder? Da fackt immer und der sowieso immer wunderbar. So, Moment. So, einen Augenblick. So. Soll ich? Ja, sehr gerne. Okay, es geht los.
Er dreht dich, ich kann da nicht hingucken. Ich hab da so mit dem Bammel vor. Was ist denn Atti Batti? Was denn das? Wir haben Sabotagerad, Atti Batti. Mhm. Das wird jetzt ganz verzwickt. Wieso, was seid das? Dass man zwei Folgen dem anderen helfen muss. Was? Ja. Das sind jetzt nicht Ehren. Doch, Herr Maschi, das ist leider... Nein, das sind jetzt nicht Ehren. Also da müssten Sie sich jetzt mit dem Herrn Ferser nochmal unterhalten, wer denn jetzt für wen gedreht hat. Also. Katastrophe. Also ja, das ist jetzt echt eine ganz wilde Nummer. Ich glaube, da muss ich mit der Telly nochmal reden. Ja, also... naja, also... Theoretisch müssten Sie jetzt der Frau Fannerich zwei Folgen lang helfen. Nee, dem Herrn Werder. Nee. Das ging ja gegen den Willi. Ach so. Im Auftrag von der Telly. Ja, stimmt. Ja, genau. Ja. 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 Das ist aber schlecht. Ja. Ich würde dann glatt nochmal drehen. Ja. Und das geht diesmal gegen den Herrn Negern. Auch wieder Sabotage, ne? Ja. Okay. Ich leg los, okay? Ja, sehr gerne. Katastrophe, ich kann da wieder nicht hingucken. Wenn da jetzt wieder Atti Batti steht, dann rat die aus. Eine Steuernachzahlung. Ja, da muss der Herr Schneegans 2500 Euro pro Fahrzeug Steuern nachzahlen. Ja, super. Dann würde ich ein Fiesbad dabei. Ich hoffe, er hat ein paar. Ja, das kriegen wir raus. Alles klar, Herr Tapfe. Aber wie verfahren wir jetzt mit der Sache mit dem Herrn Ferser? Also, Ich muss da mit der Deli sprechen. Vielleicht teilen wir uns das jetzt auf. Ja, okay, gut. Dann, okay. Also, gegen das Glück kann ich nichts, beziehungsweise gegen das Pech, das ist, tut mir leid. Ja, ist alles gut. Dann, melden Sie sich nochmal? Ich rufe die Nummer an, ja. Alles klar, gerne. Super, mit Beta. Tschüss. Ich glaube nicht, ne? Herr Pfannerich, hallo? Hallo, Telly. Hallo, Hannes. Ich habe ganz schlechte Nachrichten. Oh Gott, nein. Und doch. Nein. Sag mir nicht, nein. Oh doch. Nein, sag mir nicht, du hast die Niete gedreht. Der kriegt jetzt Hilfe, glaube ich. Von dir? Ja, von uns. Hä, wie, was von uns? Du hast mir die Punkte noch zum Drehen gegeben. Ja, das ist auf gar keinen Fall mein... Nee, das ist nicht dein Ernst, dass das passiert ist. Doch, inne. Ey, das ist ein Witz, ne? Das ist wirklich so. Ja, das tut mir wirklich leid für dich, Hannes. Was? Du lässt mich die Suppe jetzt alleine auslöffeln? Es tut mir leid, aber ich kann nicht. Hannes, ich hatte zwei Folgen lang keinen EU-La. Ich kann nicht. Was? Ich kann nicht. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Ich kann wirklich nicht, Hannes. Du lässt mich jetzt wirklich einfach alleine da sitzen? Ja. Das ist nicht dein Ernst. Frag doch, ob du ihm irgendwie Geld zahlen kannst oder so. Das ist jetzt eine Katastrophe. Eine Mittelwehre. Das ist wirklich eine Katastrophe. Das tut mir total leid, ne? Aber ich kann wirklich nicht, Hannes. Ich kann nicht. Es geht nicht. Dann ich schaff nicht. Ich krieg nicht alles fertig. Du wärst doch nur einen Tag bei ihm. Und ich einen Tag. Ja, aber mir hat doch... Ich hab doch gerade schon quasi zwei... Also Arbeits... Zeiten, Tage fehlen mir ja schon durch den fehlenden EU-La. Katastrophe. Was hält der denn davon, wenn du den Tag zu ihm gehst, kriegst du meine EU-La. Zusätzlich, dann sind zwei Leute bei dir.
In welcher Zeit? Ja, wenn du bei ihm bist und ihm hilfst. Dann ist dein Eula bei mir. Zusätzlich zu deinem eigenen, ja. Wann machst du das denn? Heute noch in der letzten? Ja, das ist eine gute Frage. Könnte ich natürlich tun. Aber das also ist zeitlich blöd, oder? Ist das nicht mitten in der Nacht? Das ist mitten in der Nacht, aber ich weiß ja nicht, ob er dann überhaupt was zu tun hat. Vielleicht wäre das gar nicht so verkehrt. Ja. Aber, nächste Woche die erste? Von mir aus auch da. Das mache ich. Wenn also du mir dann wirklich dein Eula gibst? Also nächste Woche die erste geht zu ihm? Gehe ich nächste Woche die erste zu ihm, ja. Und dann kriegst du meine Eula. Perfekt. Machen wir so. Machen wir das so? Okay. Ja, machen wir so. Dann werde ich das den Herrn Tapfer auch noch mitteilen. Das okay, wir dort aufteilen. Machen. Alles klar. Super, ja, es tut mir leid, Hannes. Tut mir wirklich leid. Gar kein Problem, also. Ich hätte echt was Schöneres bei rumkommen können. Ich hätte es auf jeden Fall gegönnt. Alles gut. Pam Pfannerich? Hallo! Oh, der tun wieder. Hallo! Hannes! Grüß dich! Hey, na? Hey, Hannes und Sally. Sally, ich wollte fragen, redest du wieder mit mir? Nicht, wenn ich nicht muss. Gut, dann musst du halt jetzt. Warum? Ich bin erstmal raus. Wiederhören. Hannes, jetzt mach ich mal. Der verbisst er sich wieder. Es gibt's halt was denn? Wollt doch was von ihr? Ich will eure Liebschaften will ich nie mitkriegen. Nee. Das ist so tot wie ein 50 Jahre altes Gemüsebeet. Da ist nichts mit Liebschaften. Okay. Soll ich mir das anhören? Okay, dann hört mir an. Nee, brauchst du nicht. Alles gut. Wie du willst. Nee, ich aber bin ja neugierig. Ich wollte ja nur mal fragen, Sally, ob du halt wieder ein bisschen mehr mit mir redest vielleicht. Nö. Aber hast ja schon gesagt, wenn ihr nicht musst. Habt ihr zwar im Rad gedreht? Ich habe nicht am Rad gedreht. Habt ihr auch gemacht mit den Punkten und am Rad drehen? Nee, ich habe nicht am Rad gedreht. Ich drehe immer am Rad. Hast du am Rad gedreht, Hannes? Na klar, habe ich am Rad gedreht. Schön. Hast du was gewonnen? Ja. Erzähl mal. Ganz viel Erfahrung und noch mehr Spaß demnächst. War nicht gut? Doch. Willst du nicht sagen? Also wir haben Inflationsbonus haben wir gedreht, der Reinfried und ich. Was heißt das? Na, die 10%, die du mehr kriegst, wenn du beim nächsten Verkauf. Unglaublich. Ja, für den Reinfried tatsächlich unglaublich. Hat der nicht 200.000 Hafer oder sowas? Genau die will er jetzt verkaufen. Oh, ja, hätte ich auch gemacht an deiner Stelle. Ja. Aber willst du nicht sagen, was bei dir euch rauskam? Habt ihr gar nicht am Glücksrad gedreht oder was? Vielleicht? Habt ihr am Glücksrad gedreht? Vielleicht? Ich ruf dich nochmal an. Ich muss dir erstmal was klären. Mit Sally? Nee. Nein. Also, dann kann ich mit Sally weiter telefonieren. Ich muss nochmal mit der Litpo telefonieren, sonst hat mein Mitarbeiter gleich nicht mehr zu tun. Deswegen. Okay, alles klar, Hannes. Wiederhören, ihr beiden. Ja. Tschüss. Danke dir, Sally. Eine Katastrophe. Ich wusste es, Chat, Alter, dass das so nach Hause geht. Kowalski? Ja, der Hammer-Deal nochmal. Hallo, Herr Kowalski. Ich rufe zurück, weil ich mit dem Herrn Tapfe nochmal reden soll. Jo, ich sag ihm Bescheid. Danke, Dön. Please hold the line. The person you have called is not available. Herr Maschi, was kann ich für Sie tun? Hallo, Herr Tapfe. Ja, Rückruf nochmal. Ja. Ich sollte Sie ja informieren, wie ich das jetzt mit der Frau Pfannerich regel. Ja. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns das aufteilen. Also, die wird einmal zu dem Herrn Ferser gehen und einmal ich.
Okay. Bedeutet, die würde das die kommende Woche machen. Hm. Gleich an dem erdmöglichen Zeitpunkt, will ich das jetzt mal nennen. Ja. Und, ja, ich weiß nicht. Ich würde das heute noch, also am morgigen oder späteren Zeitpunkt machen oder dann auch kommende Woche oder wie? Sie können das auch in der nächsten, in der kommenden Folge dann machen. Ja, dann würde ich das sogar in der kommenden machen. Okay, gut. Ich habe noch was. Ja. Und zwar würde die Frau Pfannerich dann aber zur kommenden Woche, wenn die dich bei den Herrn Pferder aufhält, für die Zeit meinen Elula bekommen. Ja, das müsst ihr dann aber in der kommenden Woche bitte nochmal sagen. Schreiben Sie es bitte. Ja, kann ich machen. Gut. Könnt ihr das nicht einfach irgendwo notieren? Nee. Okay. Also das würde dann, also da bin ich mir sicherer, wenn Sie das dann nochmal sagen. Okay, dann werde ich das nochmal sagen. Ich werde das meinen Elula aber auch sagen, weil ich werde ja den Luke wahrscheinlich behalten, ne? Ja. Dann werde ich ihm das auch nochmal sagen und dann sind wir drei Leute. Irgendwer von uns soll dran denken. Ja. Okay. Alles klar. Herr Dapfe, dann wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Abend noch, ne? Danke gleichfalls. Danke, wiederhören. Wiederhören, tschüss. Luke! Ja, Hannes? Es ist eine Sande. Och, echt jetzt? Ja. Nein. Ich muss für den Pferder arbeiten. Ja, was soll ich sagen? Scheiße. Es ist einfach wie es ist, ne? Und du wirst für die Frau Pfannerich arbeiten. In der kommenden Woche. Oh. Ich hoffe, die Gute ist da. Bitte? Ich hoffe, dass die Gute da ist. Wer? Nicht die Böse. Ach so, nee, die ist dann selber gar nicht da. Weil ich habe jetzt mit ihr das so abgeknackelt, weil da der ihre Idee war. Ja. Und die mir ja Punkte dafür auch gegeben hat. Dass wir uns aufteilen, also ich werde gleich mal rüberhutten zu dem Kollegen und bei ihm arbeiten und die wird in der kommenden Woche dann machen und ich habe ihr aber angeboten zum Ausgleich, dass du dann quasi in der Zeit, wo die bei dem Werder ist, quasi da mit deinem LU-Kollegen zusammenarbeitet. Alles klar, dann rock ich mit dem Toni wahrscheinlich dann alles da drüben. Ja, deswegen. Wahrscheinlich Ton. Aber die hat halt dadurch, dass halt der Toni jetzt zweimal nicht mehr helfen durfte bei ihr, hat der geht nur mit dem Verzug. Und da habe ich gedacht, pass auf, wäre cool, wenn wir das trotzdem aufteilen. Und du kriegst dann einfach meinen Elula. Alles klar, mal. Ja, dass du dann vielleicht auch mit dran denkst, weil der Tapfe, der hat gemeint, ich soll mir das mal notieren und das nochmal anmerken dann in der kommenden Woche. Und ich habe gedacht, ich werde dem Luke auch sagen, irgendwer von uns wird dann dran denken. Alles klar, dann melde ich mich für nächste Woche schon mal bei dir an. Das schreibe ich gleich rein. Ja. Alles klar. Was machen wir noch? Hast du noch was oder kann ich schon Feierabend machen? Jetzt sofort auf den Sprung habe ich nicht. Ich bin durch. Ach, Alter, das ist ja richtig dumm. Ich kann, wenn ich jetzt du ihm rüberhutte, steht hier ja alle still, ne? Weil es ja dann auch Nacht. Hm. Weil der gar nicht was intelligenter ist. Aber ja, in der Nacht hat er ja auch gar keinen LUler, ne? Sonst hätte er ja dann am helligen Tag hätte er ja dann drei Mitarbeiter. Nee, dann mach's gleich. Scheiße. Dann machen wir's gleich. Ja, stimmt. Eine gute Idee. Dann werden wir das gleich machen, weil dann hat er wenigstens nur mich und nicht den LU-Kollegen und mich. Das wäre ja noch döner. Da würde er sich ja richtig drüber freuen. Ja. Müsst ihr nur schnell überlegen, dass du meinen Chef anrufst, was ich dann machen soll. Jetzt in der Nacht? Hat denn du ihn gedüngt? Ja, selbstverständlich, ich bin fertig. Ja, ansonsten würde ich dich hier einfach weiter sammeln lassen. Die restlichen vier Bahnen oder so mit dem Feierabend von dir. Passt da. Ja, dann werde ich ihm das nochmal da. Moment.
Kowalski. Hallo, Herr Kowalski, Herr Mattil. Ja, hallo. Ich würde den Kollegen jetzt hier das Grad weiter dammen lassen. Geht das? Mit Ihren Maschinen oder unseren? Naja, mit meinem Martin. Also ich bin hier ja gerade an der Wiede und dann ja. Könnt ihr das einfach weitermachen. Ja, wenn, also wie gesagt, na, wenn Sie den Traktor dazu haben und den Ernter, ja. Dann können wir das also machen. Also jetzt habe ich ja den Traktor, der hängt ja hier nun dran, mit dem ja. Bin ich ja nun unterwegs und dann kann er einfach den Rett hier, ist nicht mehr ganz so viel, aber bevor er Langeweile diebt, ja. Kann er den Rett einfach eindammeln. Ja, das können wir machen, sage ich ihm alles Bescheid. Klar. Ja, super. Sich auf den Weg. Oder wenn Sie ihn im Funk finden oder so, dann können Sie es ja ihm auch selber sagen. Ja, ich sag ihm das gleich. Na, no, super, danke schön. Danke schön, tschüss. So, Luke, ist eingereicht, kannst du machen hier mit dem Traktor gleich. Alles klar. Ja, gut, ich bring das Zeit. Jetzt nur noch mal hier in Fermenter. Das geht auch alles in Fermenter. Ne, das ist ja der hintere, das hinterste Silo von denen, die auf der rechten Seite stehen am Hof. Kommt der erst das Lager-Silo und dann kommt der Fermenter. Nicht, dass wir das wieder in zweites meiden, mir auch so ein Papier. Ja. Ich hab mir so gedacht, warum läuft denn die Zeit Martini hier nicht? Dann war alles im Lager und dann im Zeit-Fermenter. Mit dem was ist es noch, also. Musst halt nur dann, wenn du beim Herrn Ferse bist, musst halt dann noch bei meinem Chef anrufen, dass ich für nächste Folge auch noch was hab. Ja. Wenn ich mir das Gras sammeln fertig bin. Ja. Ansonsten, ja, wird dir jetzt nicht was? Tiere füttern tut ihr ja nicht, hat er gedacht. Schwierig also. Was haben wir denn? Ernten 2 nach der Nacht müsste fertig sein, oder? Nach der Nacht, ja, aber da bist du ja dann auch erstmal im Feierabend. Aber ja, das könnten wir eigentlich tun. So. Dann kannst du ja jetzt nochmal loslegen und dann gucke ich mal, ob ich jetzt hier die Tiere nochmal gefüttert kriege irgendwie mit irgendwas. Wo ist denn eigentlich mein Teil? Matty Ferguson nach, der steht hier drüben. Der steht vorne am Eingang, den habe ich vorher gerade gesehen. Ach so, ja, das stimmt, da vorne irgendwo in der Halle. Katastrophe, ich muss dir unbedingt mal Baulampen anbringen. Ach so, hier vorne ist noch ein bisschen Deliermittel, ne? Jo. Steht hier an dem Unterstand, wo auch der Unimog ist. Zippt. Wie viel brauchst du denn pro Anhänger mit Deliermittel? Weil ich habe noch 1,7 Liter drin. Ja, so 0,6, 0,7 oder alles so. Alles klar, dann fülle ich dann auf, wenn ich wiederkomme. Ja, sollte reichen. Und dann versuche ich nämlich hier die Tiere nochmal zu verdorgen. Hui. Vielleicht brauche ich so einen kleinen Zupfkarrenanhänger oder so. Und Willi muss dann auch Bescheid geben, dass du zu ihm zum Helfen kommst wahrscheinlich, oder? Ich glaube, das übernimmt der Kollege, bei dem ich vorhin die Seite gedreht habe. Ich glaube, er übernimmt das. Ich bin mir da nicht sicher, aber ich glaube schon. Uff, die Hühner fretten aber nicht viel. Gott sei Dank. Ich bin sehr froh, dass der Ditscher nicht da war. Wieso? Ja, weil da seine Eier weg wären. Ich wusste, dass der auf Eier steht. Ja, das ist doch immer beim Pferd, da klaut sich doch mal eine Palette und Honig, glaube ich, auch. Echt? Ja, ja. Dann bin ich erst recht glücklich, dass er nicht daran.
So, das waren die Hühnerchen. Gucken wir mal, ob wir bei den Pferden irgendwie an die Seite rankommen. Habt ihr das Gefühl, das wird nichts, aber wir gucken mal. Also die Frau Pfannerich hat auch irgendwie Pferdeställe, vielleicht hat die den gleichen. Meint ihr, dann kommt er mal rum mit ihrem Anhänger, Töff? Nee, dass sie dir sagen kann, wie man die füttern kann. Wenn ich nicht hinkriege, ruf ich dann. Vielen Dank. Sag mal, hast du Pferdeställe? Sind die groß, klein, mittel? Ja, wo ich bei ihr war, habe ich eine Pferdekoppel gesehen. Also da bin ich ja vorbeigefahren. Also ich denke, dass die bestimmt Pferde hat. Das stimmt. Aber welche? Keine Ahnung. Steffen, dankeschön für dein Prime im 16. Kuss auf die Augenbrauen und Fanfahrer, dankeschön für dein Hallo, herzlich willkommen. Ja, wir kriegen das jetzt noch irgendwie geregelt. Zur Not hole ich mir eine Tubkarre oder so was. Ach du Zeit, ist das hier eng. Wie geht denn die Zeit da auf hier? Wie komme ich denn hier überhaupt rein in den Zeittal? Hallo? Ah, cool. Hast du gerade Swoki Toki dabei? Ja, klar. Ah, okay. Immer. Ich habe immer das Ding an der Hose, weißt ne? Und dann so ein Quetti. Kennt ihr die Dinger? Ja, ja. So wie bei der Polizei, einfach oben. Hm, okay. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich auf einmal Pferdeviren her. Die sind wild. Die merken, hier gibt es was zu futtern. Hoffentlich. Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich brauche einen kleinen Anhänger. Vorsicht Pfosten! Vorsicht Pferd! Egal, einfach drüber fahren. Macht gut Pferd. Gott, ist das hungrig. Okay. Aber ich komme rein und raus, das ist nun mal gar nicht verkehrt. Eng ist ja eigentlich immer gar nicht so verkehrt, habe ich mir sagen lassen. Aber nee, ist, eng ist ein dehnbarer Begriff. Aber nicht immer. Hier müsste ich dann Gummizäune aufbauen. Dann würde das hinkommen. Das wäre doch eine Marktlücke, oder? So Gummibäumen machen wir jetzt noch Gummizäune. Ja. Also die Hotte Hüte haben aber auch gar keine Schmerzen. Die bleiben einfach im Weg, denen, ne? Die Viecher. Ja, das Grau ist ganz schön. Der Timmel. Keine Ahnung, ich habe jetzt nicht unten reingeschaut, was es jetzt ist, aber... Ja, ein Timmel. Ja, okay. So, vielleicht fahren wir in den anderen Stall einfach mal so rein, dann kommen wir da vielleicht auch besser rein. So, und dann brauchen die noch Heu, glaube ich, ne? Brauchen die noch Heu? Aber die brauchen noch Heu. Normal schon, ja. Das ist ja nur das Badefutter hier. Dann kriegen die Hotties auch noch Heu und sind glücklich. Oh, ich bin schon wieder voll. ...1,16 Liter. Hat verbraucht. Ein Anhänger. Ja, ein Anhänger. Ja, dann hat aber trotzdem gereicht, Gott sei Dank. Ja, ja. Gott sei Dank. Wo habe ich denn das Heu? Hoi. So, wunderbar.
Wird eine wilde Sache hier, da ich euch. So. Jetzt stehe ich jetzt nun wieder falsch. Aber ich brauche noch einen Wasseranhänger. Fällt mir gerade ein. Die brauchen ja auch noch Wasser, die Viecher. Warum sind denn die Pferde die einzigen Zeittiere, wo noch Wasser reingefüllt werden muss? Keine Direktanschluss. Nee. Oh nee. Warum geht denn das da nicht rein? Was ist das denn jetzt hier für Morg? Entschuldigung. Ich krieg das Heu hier nicht abgeladen. Und das auch hier hinten hin? Nö. Hä? Was ist das denn hier für eine Seite? Ich krieg das Heu hier nicht in den Stall. Bin halt doof für anscheinend. Komm die Seite hin. Hier, bei dem? Ne, da hat der Wassertank, oder? Ah, das ist die Wasser... Ne, Badewanne. Ja. Wir hätten dich da... Keine Ahnung, ich krieg die Seite hier nicht rein, das ist eine Katastrophe. Da hinten habe ich das Weiten reingeschmitten. Ja, schlimm. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken später. Ich muss jetzt erstmal zu dem Pferd darüber laufen. Aber Jungs und Mädels, das wäre es auch mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Däumchen raus, Abo raus. Schaut gerne bei den anderen vorbei. Unten in der Videobeschreibung alle zu finden. Wir sehen und hören uns in der nächsten Folge. Und da werdet ihr erleben, wie ich halt für den Ferser arbeiten darf. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Kuss auf die Nuss, liebe raus und tschüss mit Ü.